Alfred, wieder mal ganz bitter für uns. Eigentlich ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht über weite Strecken und wieder waren es die letzten 10 Minuten, wo man so ein bisschen nachgelassen hat. Wie ist deine Gefühlslage nach dem Spiel? Ja, natürlich sehr enttäuscht, weil ich finde, wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Wieder aber es ist eigentlich unsere Geschichte dieser Saison. Wir spielen oft sehr gut, aber wir belohnen uns nicht genug mit Tore und die Punkten wie heute. Glaubst du, das ist ein Kopfproblem? Es gab schon mehrere Spiele, wo es so war. Gefühlt müssten wir irgendwo im oberen Drittel der Tabelle stehen, weil die Leistung wirklich immer super war. Aber die Tore entweder zu wenig oder die Punkte am Ende zu wenig. Ja, das ist richtig, was du sagst. Leider habe ich momentan keine Erklärung. Wir müssen das intern besprechen. Warum kriegen wir es nicht in über die Linie, dass wir so ein Spiel wie heute, die waren definitiv schlagbar nach vielen englischen Wochen. Aber wir machen es nicht. Und das ist natürlich bitter. Und so kurz nach dem Spiel ist es schwer zu analysieren. Aber morgen werden wir darüber sprechen. Und hoffentlich in den nächsten Wochen sehen wir eine Mannschaft, die gut spielt und Punkte holt. Wir haben ein bisschen zu wenig Punkte, aber du hast absolut einen Lauf. 6. Spiel, 7. Tor. Wie machst du das nur? Schwer zu erklären. Ich mache mein normales Ding, habe Selbstvertrauen und natürlich super Spieler um mich rund. Und ja, es läuft einfach. Dann will man nicht viel ändern. Dann will man, dass jede Woche eigentlich gleicher Ablauf ist. Und ich hoffe, dass ich mich gut vorbereite, sodass es so bleibt, dass ich die Mannschaft helfen kann mit meinem Ton. Du bist unglaublich kalt, vor allem im Strafraum, brauchst nicht viele Chancen, um ein Tor zu machen. Glaubst du, das liegt daran, weil du Isländer bist oder kann man das trainieren? 50-50, das ist natürlich etwas, was man hat oder nicht. Und ja, es wäre so erklären, so ich habe immer viele Tore geschossen, auch in die Jugendmannschaften und auch mit Erfahrung lernt man, wie man mit der Situation umgehen muss. Und heute war nur Instinkt, das war, fand ich, die beste Lösung aus dieser Chance und war glücklich, dass der über die Linie geht. Jeff, bitte die Niederlage in Hoffenheim, ich glaube, da wäre heute absolut mehr drin gewesen für uns. Ja, wir sind natürlich nicht zufrieden mit diesem Ergebnis. Wir haben sehr gut gespielt, denke ich, gegen einen starken Gegner. Wir haben unsere Chancen bekommen, zu viele Chancen, aber wenig genutzt. Und das war das Problem heute, denke ich. Was fehlt noch bei uns? Es waren jetzt zuletzt Spiele, wo immer so diese letzten 10 Minuten im Spiel nicht ganz so konzentriert zu Ende gespielt wurden. Letzte Woche gegen Nürnberg noch ein Tor bekommen in der Schlussphase, heute leider auch, obwohl man richtig gut im Spiel war. Fehlt, ist das noch so das Quäntchen, was wirklich zu einer richtig guten Mannschaft fehlt? Also jetzt denke ich, dass der Unterschied zwischen uns und die Mannschaften und die obere Plätze, sie machen, wenn sie eine Chance bekommen, dann machen sie auch gleich ein Tor und sie machen, sie kill the game. Wir brauchen zu viele Chancen jetzt. Wir können das so viel einfacher machen für uns. Jetzt ist es immer ein Tor vor oder ein Tor weniger am Ende und dann siehst du einen Schuss auf dem Tor. Die zweite Ball ist dann für Hoffenheim und sie machen das direkt. Und da müssen wir auch besser verteidigen, denke ich. Aber jetzt ist es das Gefühl natürlich sehr bitter. Wir waren 4 Spiele ungeschlagen, jetzt mal wieder eine Niederlage. Also eigentlich lief es in den letzten Wochen auch gut, obwohl man immer so das Gefühl hatte, es hätte noch mehr drin sein können und man hat ein paar Punkte liegen lassen. Aufarbeiten, Länderspielpause nutzen, Fehler analysieren und dann wieder richtig gut gegen Frankfurt reinstarten, oder? Ja, ich denke, wenn du jetzt zurückschaust, haben wir viel zu viele Punkte liegen lassen. Und das ist natürlich sehr bitter. Heute auch natürlich Hoffenheim ist ein starkes Gegner mit viel Qualität. Das haben wir auch heute gesehen, aber wir haben das sehr gut gemacht und wir müssen uns selber dann einfach belohnen. Und das müssen wir besser machen.